Sehr geehrter Herr Bundespräsident, herzlich willkommen auf den 22. ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall hier in Karlsruhe. Sie haben mich ja gerade gefragt. Ich meine, der letzte Bundespräsident da war, das war im Jahre 1999 und das war Johannes Rau. Und Sie müssen wissen, dass wir es sehr schätzen, Herr Bundespräsident, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Die Arbeit von Gewerkschaften und Betriebsräten und Aufsichtsräten ist Ihnen ja nicht fremd. In Ihrer früheren Funktion als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen waren Sie ja auch Aufsichtsratsmitglied, unter anderem bei der Volkswagen AG. Und Sie haben dort gemeinsam mit den Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern für Investitionen in deutsche Standorte und den Ausbau von Beschäftigung auch hier im Lande Niedersachsen und in Deutschland gearbeitet. Und ich will ausdrücklich würdigen, dass Ihr Engagement zum Erhalt des Volkswagen-Gesetzes bei der IG Metall und bei den Kolleginnen und Kollegen von Volkswagen nicht vergessen ist. Wir werden Ihnen das nie vergessen. Ich darf Sie selbst zitieren. Mitbestimmung und Partnerschaft auf Augenhöhe sind unverzichtbare Elemente unserer sozialen Marktwirtschaft und ein Garant für die Stabilität und die Entwicklung unserer Gesellschaft. Ich glaube, man kann sagen, Kolleginnen und Kollegen, das sind Worte, die wir selbst nicht besser formulieren könnten. Vielen Dank dafür. Wir stehen bekanntlich vor einem tiefgreifenden Strukturwandel in der Industrie. Manche sprechen gar von der dritten industriellen Revolution. Klimaschutz und endliche Ressourcen dieser Erde machen sie unausweichlich. Ob Energiewende oder Elektromobilität, ob neue Werkstoffe oder neue Technologien. Die Wertschöpfungsstrukturen werden sich verändern. Und vor diesem Hintergrund beruht der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen mehr denn je auf dem Ideenreichtum und der Erfahrung der beschäftigten Menschen. Selbstbewusste und mitdenkende Beschäftigte müssen ernst genommen werden und müssen mitentscheiden können, und das wird in Deutschland vor allem durch die Mitbestimmung garantiert. Auf einer denkwürdigen Betriebsversammlung bei Volkswagen haben Sie einmal gesagt, Zitat, Mitbestimmung ist ein Standortvorteil für Deutschland. Ich will Ihnen sagen, Herr Bundespräsident, wir arbeiten daran, diesen Standortvorteil auszubauen. Und es ist ziemlich gut, Sie dabei auf unserer Seite zu wissen. Ich darf Sie nun bitten, Herr Bundespräsident, das Wort zu ergreifen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Berthold Huber, lieber Hermann, lieber Michael Sommer, lieber Herr Wetzel, sehr geehrter Ministerpräsident Kretschmann, Herr Oberbürgermeister Fenrich, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren. 4 Jahre liegt Ihr letzter Gewerkschaftstag zurück und es ist verdammt viel passiert in diesen 4 Jahren.
Und jeder weiß, dass Weichen erkennbar neu gestellt werden müssen. Und deshalb begrüße ich sehr, dass Sie zu dem Motto Kurswechsel gemeinsam für ein gutes Leben hier tagelang ringen, streiten und diskutieren werden. Für mich ist tatsächlich unsere Demokratie, unsere Gesellschaft überhaupt nur vorstellbar mit freien und starken Gewerkschaften. Deutschland braucht ihre Stimme und deshalb bin ich jedenfalls außerordentlich gerne zu Ihnen gekommen und hatte ja auch schon vor meiner Wahl zugesagt, dass ich kommen würde, sollte mich eine Einladung erreichen im Falle meiner Wahl. Und das kann ich hier heute nunmehr einlösen. Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger haben über anderthalb Jahrhunderte hinweg vieles erkämpft, seit den Zeiten der Industrialisierung, was für uns heute zum guten Leben schlicht dazugehört. Aber es ist eben nicht selbstverständlich, wie man in vielen anderen Ländern ohne oder ohne starke Gewerkschaften sieht. Anständige Arbeitszeiten, angemessene Löhne, Mitbestimmung in den Unternehmen und Betrieben, Mitsprache in der Gesellschaft, Unternehmenskultur und gesellschaftliches Miteinander. Wenn es eine Lehre wirklich für uns alle doch gibt aus der Wirtschaftskrise, dann ist es die, ohne Vertrauen sich aufeinander verlassen zu können, ohne Gemeinsinn und faires Miteinander, ist nirgendwo überhaupt eine Lösung in Sicht. Und das muss die Lehre dieser vor allem Finanz- und Schuldenkrise bleiben, dass wir mehr miteinander arbeiten müssen, gemeinsam vorgehen müssen, als dass sich einer zulasten des Ganzen durchzusetzen versucht und das Gemeinwohl schlicht aus dem Auge verliert. Ich denke, das sollte das Signal sein als Konsequenz aus den letzten Jahren krisenhafter Entwicklungen. Die deutschen Gewerkschaften haben sich behauptet gegenüber Verboten im Kaiserreich, der schrecklichen Verfolgung im NS-Regime. Sie haben unsere Sozialordnung nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich mitgestaltet, zum Wirtschaftswunder wesentlich beigetragen und sich auch in den letzten Jahrzehnten den gigantischen Herausforderungen der Globalisierung gestellt, immer pragmatisch und mit großem Weitblick. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, wie wertvoll gute Sozialpartnerschaft ist. Es ist eben mit das Verdienst der Gewerkschaften, dass Deutschland in dieser Krise bislang weltweit einzigartig gut dasteht. Auch dafür möchte ich Ihnen als Bundespräsident Dank sagen, weil es vielen am Herzen liegt, dass Ihnen dafür gedankt wird, dass Sie uns geholfen haben, durch diese Krise so hindurchzukommen, wie nur wenige, ganz wenige andere Industriegesellschaften dieser Erde. Ich denke an Jahre... Ich denke an für Sie schwierige Jahre der Lohnzurückhaltung, an Teilzeit- und Kurzarbeiterregelungen. Ich denke aber auch an Innovationen und Produktivitätssteigerungen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Unternehmen heraus entstanden sind. Ich denke an betriebliche Absprachen, die strukturellen Wandel zugelassen haben und zugleich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Sicherheit verschafft haben. Das ist weltweit beachtet worden und hat die Einstellung zu den Gewerkschaften positiv beeinflusst. Um es kurz zu sagen, Sie haben Maß gehalten in Zeiten, als andere jegliches Maß verloren haben. Das ist etwas, worauf Sie in besonderer Weise stolz sein können. Ich möchte Ihnen allen danken, die in der IG Metall und darüber hinaus Verantwortung tragen, in Betriebsräten und auch den Vertrauensleuten und allen, die sich in anderer Weise engagieren. Zur wichtigen Rolle der Gewerkschaften habe ich bereits vor 3 Wochen bei Verdi vieles mir am Herzen liegendes gesagt. Das gilt natürlich gleichermaßen auch für die IG Metall. Nicht zufällig hat die deutsche Industrie nach dem Einbruch 2009 Tritt gefasst. Seit Ende letzten Jahres steigt die Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie seit der Wiedervereinigung und die Zahl der Beschäftigten ist so hoch wie noch nie in Deutschland. Das hat wesentlich damit zu tun, dass wir ein Land mit sozialem Frieden sind. Wir sollten diese, unsere Stärke pflegen.
Die Welt verändert sich schnell, rasant. Sie alle spüren die Konkurrenz international tagtäglich in den Werkshallen und Büros. Ihre Branchen sind mit der Weltwirtschaft verflochten. Ihre Unternehmen haben viele Produktionsstandorte im Ausland. Und da wird fortlaufend verglichen, wo sind welche Standort-, Produktivitäts- und Wachstumsbedingungen. Ihre Interessen sind eng mit der Entwicklung der Welt verbunden. Sie als größte Industriegesellschaft sehen sich deshalb eben auch gefordert, wenn es darum geht, unsere Industriegesellschaft fit zu machen für die Zukunft. Die Zukunft, die so große Herausforderungen in sich birgt. Es geht um Innovationsfähigkeit, um Bildung, um die Zukunft der sozialen Sicherung. Es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und darum, kommenden Generationen, unseren Kindern, Spielräume und Chancen zu erhalten. In Deutschland haben die Herausforderungen viel zu tun mit sinkenden Geburtenzahlen und steigendem Altersdurchschnitt. Global jedoch mit dem Gegenteil, mit rasantem Bevölkerungswachstum. Global geht es darum, 8 oder vielleicht sogar 9 oder 10 Milliarden Menschen zu ernähren, gefährliche Klimaveränderungen abzuwenden, den wachsenden Energiehunger aus erneuerbaren Quellen zu speisen. Die deutsche Industrie hat dafür großes Potenzial an Lösungen für die Zukunft mitzuarbeiten. Dazu müssen wir die Stärken unserer Industriegesellschaft verteidigen und fortentwickeln. Darin könnte sich das verbergen, was Sie in Ihrer Eingangsrede, Herr Huber, angesprochen haben. Wir müssen uns also fragen, worauf können wir bauen, wo müssen wir umsteuern? Und da ist eine unserer großen Stärken die Mitbestimmung, weil sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einbezieht mit all ihren Ideen, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Wenn ich in der Welt rumreise und Menschen frage, dann erlebe ich immer wieder, dass es kaum irgendwo sonst diese Unternehmenskultur gibt, dass es auf den einzelnen Menschen ankommt. Die slowakische Ministerpräsidentin hat mir vor längerem gesagt, sie fragt immer die Beschäftigten in der Slowakei, wie geht es bei euch zu im Unternehmen? Und am Ende sagt sie treffsicher, du bist bei einem Unternehmen aus dem Land, die will ich jetzt hier mal nicht nennen, du bist bei einem deutschen Unternehmen, weil sie merkt, da kommt es auf jeden Einzelnen in besonderer Weise mit seinen Ideen, seinen Verbesserungsvorschlägen an. Eine solche kooperative Unternehmenskultur gibt in unserer wissensbasierten Wirtschaft immer stärker den Ausschlag zum Erfolg. Es ist nachweisbar, wo kooperativ miteinander umgegangen wird, wird produktiver gearbeitet. Das wichtigste Kapital steckt nicht in den Maschinen, sondern in den Köpfen und Herzen der Menschen, die mit und an Maschinen arbeiten. Das ist die Erfahrung, die man im weltweiten Standortvergleich macht. Deshalb ist auch wichtig, dass wir über dieses Potenzial, wovon man dann immer so fachlich spricht, dass wir das im Einzelnen wertschätzen, mit großem Respekt für individuelle Leistung und großer Sensibilität für individuelle Probleme. Ich begrüße, dass wir jetzt eine Debatte über Burnout bei Einzelnen, über Arbeitsplatzsituationen haben. Wie immer man sie führt, es ist gut, wenn über Humanisierung der Arbeitswelt nachgedacht wird. Und es war immer Thema der Gewerkschaften, das Thema Krankenstände, danach zu behandeln, was sind die Ursachen, wo ist der Krankenstand niedrig und wo ist er hoch und was könnte Ursache haben in den jeweiligen Bedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz. Hier steckt viel Potenzial, dem wir uns schon deshalb widmen müssen, weil wir immer mehr weniger Menschen haben, die dem Arbeitsleben zur Verfügung stehen. Und deshalb müssen wir auf die schauen, die im Arbeitsleben sind. Das heißt nicht, dass Maschinen unwichtig würden. Gerade in der Krise hat sich ja gezeigt, dass der industrielle Kern unserer Volkswirtschaft unschätzbar ist. Es ist gut, dass sich Deutschland nicht von seiner Industrie verabschiedet hat, wie das andere auch Nachbarländer von Deutschland ganz gezielt getan haben. Sie arbeiten in der Industrie, sie bauen keine Luftschlösser, sie produzieren keine Blasen, die dann, wenn keine realen Werte dahinter stehen, zerplatzen. Sie stellen handfeste Produkte her, die weltweit gebraucht werden, Maschinen, Anlagen, Autos, Flugzeuge, Schiffe, Kraftwerke. Und ich kann Ihnen nur sagen, nach der Internetblase 2000, nach der Immobilienblase 2007,
nach Subprime und Derivatblasen und anderem mehr. Ich fand es immer toll, dass man die Produkte, die in der IG Metall produziert werden, anfassen kann, sich daran erfreuen kann und das Reale dabei erfassen kann. Und deswegen hat sich jede Demonstration, ob in Osnabrück für die Automobilindustrie, ob in Hamburg für Airbus, in Papenburg für die Meyerwerft, in Farel, Nordenham oder andernorts, jede dieser Demonstrationen für den Erhalt industrieller Arbeitsplätze in Deutschland hat sich gelohnt und gehört zu meinen ganz wichtigen persönlichen Erfahrungen in meiner eigenen Biografie. Und die drücken sich dann eben auch in solchen Erkenntnissen aus. Und man kann der IG Metall nur dankbar dafür sein, dass wir diese gemeinsamen Aktivitäten immer vorangestellt haben und heute den Erfolg ernten, den wir damit gesät haben. Unser Fund ist dabei sicher die Vielfalt der industriellen Felder. Sie macht die eigentliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft aus. Robotik, Automatisierung, energieeffiziente Produktionsmethoden, Antriebstechnik, neue Werkstoffe und die Nanotechnologie, alles ist bei uns miteinander vernetzt. Nur so kann man ein Schiff auf einer deutschen Werft wettbewerbsfähig für die Welt anbieten. Auch die Globalisierung, die globale Vernetzung hat der deutschen Industrie Wettbewerbsvorteile gebracht. Deutsche Unternehmen schaffen Arbeitsplätze im Ausland, sichern damit Beschäftigung in Deutschland und leisten zugleich eine positive Entwicklung in Schwellenländern wie Mexiko, Brasilien, Indonesien oder Indien. Die deutschen Unternehmen exportieren eben auch etwas sehr Wichtiges, nämlich unsere Assets, unsere Vorteile mit dualer Berufsausbildung in Schule und Betrieb und sozialer Partnerschaft von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einerseits und Arbeitgebern andererseits. Allerdings wächst jetzt die Gefahr des Protektionismus. Viele Schwellenländer haben ihre Währungen drastisch aufgewertet und suchen nach Wegen, ihre Märkte für Industriegüter vor ausländischen Wettbewerbern zu schützen. Es liegt in unserem nationalen Interesse, gemeinsam mit den Gewerkschaften für eine geordnete, faire Weltwirtschaft einzutreten, ohne Verwerfungen, ohne Abschottung, ohne Hemmnisse, Barrieren und Schranken, weil wir in besonderer Weise von offenen Absatzmärkten profitieren und wir brauchen offenen Zugang zu Rohstoffen. Da ist noch viel zu tun, nicht nur bei den Welthandelsorganisationen, sondern auch in der G20 und den entsprechenden Absprachen. Wir können auf große Stärken in Forschung und Entwicklung bauen. Es waren oft Gewerkschafter, die darauf gedrungen haben, dass zur Sicherung eines Standortes, zur Sicherung eines Betriebes, eines Unternehmens in Forschung und Entwicklung investiert wird, in zum Beispiel bessere Energie- und Materialeffizienz. 60 Milliarden werden alleine in diesem Jahr in der deutschen Industrie ausgegeben für solche F&E-Projekte. In wiederverwertbare Materialien, intelligente Steuerungstechnologien, saubere Kraftwerke. Viele traditionelle Unternehmen wie Gießereien, Werften, Getriebe und Generatorenhersteller profitieren davon. Made in Germany ist Gütesiegel für Wertarbeit und innovative Technik. Made in Germany steht mehr denn je für umweltschonend, effizient und sparsam. Und ich habe erlebt, dass gesagt wurde, Gießereien, das seien Auslaufmodelle, die gäbe es demnächst in Deutschland nicht mehr. Das ließe sich in Deutschland nicht machen. Aber ich habe an Grundsteinlegungen für neue Gießereien, zum Beispiel für die Windkraftindustrie, teilgenommen und kann nur sagen, bei grünen Technologien gehört Deutschland zu den Weltmarktführern und das bietet große Chancen für neue Beschäftigung in unserem Land. Aber zu einem Gewerkschaftstag gehört auch, natürlich auch der Hinweis, die Konkurrenz schläft nicht. Laut Vereinten Nationen haben zum ersten Mal die Schwellen- und Entwicklungsländer mehr Geld in erneuerbare Energien investiert als die Industriestaaten, allen voran die Volksrepublik China. Der Markt für erneuerbare Energien, für nachhaltige Mobilität und für die Abfallwirtschaft ist ein großer weltweiter Wachstumsmarkt. Wenn es unserer Industrie weiterhin gelingt, das anzubieten, was nachhaltige Entwicklungen ermöglicht, werden wir zu den Gewinnern
dieser industriellen Revolution gehören. Und Deutschland hat sich mit der Energiewende viel vorgenommen. Es ist ein ausgesprochen mutiges Projekt. Ich möchte es vergleichen mit dem Projekt der Amerikaner, einen Mann auf den Mond zu bringen. Das konnte auch keiner absehen, dass es wirklich gelingt. Und hier ist es auch sehr anspruchsvoll. Und deshalb müssen wir die ehrgeizigen Planvorgaben mit der Wirtschaft, mit den Sozialpartnern durch Ideen und Arbeit erreichen. Und es gibt ja zum Glück die Stimmen der Gewerkschaften, die sagen, das können wir, das müssen wir schaffen. Ich kenne aber auch die Sorgen der Industrie, gerade der Gewerkschafter, der Betriebsräte in sehr energieintensiven Branchen wie der Zinkindustrie, die sich Sorgen machen um verlässliche Energieversorgung, moderate und stabile Preise, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Da entscheidet sich dann eben, ob in Norden Hamm oder in Brisbane, Queensland, Australien investiert wird. Und gerade in Deutschland liegt der Anteil erneuerbarer Energien erst bei gut einem Zehntel des Energieverbrauchs. Hier werden wir mit ganz anderen Konzepten weiterkommen müssen. Und das ist eine Schlüsselfrage für unser Land, für unseren Standort und damit für sehr viele Arbeitsplätze in unserem Land. Deshalb erwarte ich auch von der Bundesregierung, dass sie ihre Zusage umsetzt, gemeinsam mit den Sozialpartnern der deutschen Wirtschaft regelmäßig zu überprüfen, wie weit wir vorangekommen sind und ob die Ziele erreicht werden und wie wir sie weiter erreichen können. Wir stehen nämlich erst am Anfang einer sehr langen Wegstrecke und in jedem Fall sollten wir den Realitäten ins Auge sehen. Die Energiewende wird den Strukturwandel weiter beschleunigen. Manche Industriebereiche werden weniger rentabel, einige werden wohl auch wegfallen. Es wird zugleich Gewinner geben und damit neue Arbeitsplätze. Und das sollte sehr breit, sehr offen mit der IG Metall in den Betrieben und gesellschaftlich diskutiert werden, damit wir gemeinsam eine positive Entwicklung durch technische Neuerungen und gesellschaftliche Akzeptanz für das Neue, wie regenerative Energieträger, Stromtrassen und Ähnliches erzeugen. Es kommt da auf viel an, was die Gewerkschaften mit uns gemeinsam werden voranbringen müssen, um die nötigen Ressourcen zu mobilisieren und das notwendige Know-how entstehen zu lassen. Wir brauchen übrigens auch viel mehr Forscherinnen, viel mehr Ingenieurinnen, Mechanikerinnen, Mechatronikerinnen und vieles andere mehr. Natürlich brauchen wir auch weiter viele Männer in diesen Berufen, aber wir brauchen vor allem eben auch viel mehr Frauen auf diesen Feldern. Viele Betriebe und viele Unternehmen sind da auch sehr gut unterwegs. Ich denke gerade, dass man Ihr Amt, Herr Kollege Kretschmann, Sie sind ja auch gewissermaßen Staatspräsident von Baden-Württemberg, wirklich als eines der schönsten Ämter dieser Republik bezeichnen kann. Wenn man in baden-württembergische familiengeführte Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie geht, dann geht man jedes Mal beglückt und mit großer Zuversicht wieder raus, weil man da gerade diese jungen Leute, aber auch viele junge Frauen erlebt, die auf höchstem Niveau sich diesen gewerblich-technischen, diesen industriebezogenen Arbeitsplätzen zunehmend widmen. Kluge Unternehmen sorgen vor, sie bilden aus, sie bilden weiter, sie schaffen gute Arbeitsbedingungen, ein gutes Betriebsklima, um junge Leute langfristig an sich zu binden. Kluge Politik bringt jungen Menschen Forschung und Technik nahe. Sie macht Bildung zukunftsfest. Ohne Bildung keine Ausbildung, ohne Ausbildung keine Innovation. So habe ich im Übrigen auch die Gewerkschaftsdemonstration am 1. Oktober in Köln verstanden, dass man klar sagt, Jugend braucht Zukunft, Jugend braucht Zukunftschancen, braucht diese Hingabe, diese Unterstützung. Und wir sollten nicht so sehr über junge Leute klagen, nach dem Motto, früher wäre alles besser gewesen, sondern wir sollten gelegentlich anerkennen, das meiste von dem, was die heute kennen müssen, hätten wir nicht mal begriffen. Jedenfalls müssen wir es nicht nachweisen, dass wir es können. Also das muss man auch mal sagen. Bringt doch immer noch den größten Beifall, wenn man eigene Schwächen zugibt. Ne? Nur wenn man das dann mehrfach macht, hat man mehrfach Beifall, aber hinterher hat man den ganzen Ärger am Hals. Also deswegen können Sie jetzt nicht mit regelmäßigen solchen Einfügungen rechnen. Ich glaube, wir brauchen auch Innovationen für schlüssige Antworten auf neue soziale Fragen, wie zum Beispiel den Wunsch vieler Frauen nach mehr Chancen im Beruf, den Wunsch vieler Menschen nach einer besseren Balance zwischen Arbeits- und Berufsleben und Privatleben und klügere Übergänge in die Rente, auch neue Antworten auf den Bedarf an qualifizierter
Zuwanderung. Wir müssen uns unserer Gesellschaft veränderten Realitäten anpassen. So ist es eben nicht mehr selbstverständlich, nach einer immer kürzeren Lebensarbeitszeit einen immer längeren Ruhestand zu genießen, auch wenn es nicht alle freut, wegen der weiter erfreulich steigenden Lebenserwartung. Die freut uns alle. Aber viel zu wenigen Kindern führen nach meiner Überzeugung an einem späteren Renteneintritt keine Wege vorbei. Aber das muss natürlich sorgfältig abgewogen werden, was Menschen in unterschiedlichen Berufen und Lebensphasen leisten können. Entscheidend ist, dass wir flexible Übergänge ermöglichen, praktikable Lösungen finden, damit die Älteren ihre Erfahrungen, ihr Wissen einbringen können. Dafür brauchen wir gute Sozialpartnerschaft, für die sie sich einsetzen, mit Vorbildcharakter. Wir brauchen eben mehr Frauen im Beruf, wir brauchen mehr Ältere im Beruf, wir brauchen jüngere Leute früher im Beruf und wir brauchen mehr Zuwanderer qualifiziert im Beruf. Ohne dieses alles werden wir in einigen Jahren 6,5 Millionen weniger Erwerbstätige in unserem Land haben. Und was das dann hieße für Steuern, für Sozialversicherungssysteme, braucht sich niemand auszumalen. Wir müssen es dadurch vermeiden, dass wir mehr Potenziale für den Arbeitsmarkt heben. Und das geht nur auf diesen genannten Feldern. Wir müssen die Sozialversicherungssysteme auch deshalb zukunftsfest machen, weil es ein Gebot der Fairness gegenüber kommenden Generationen ist. Die dürfen nämlich von Schulden nicht erdrückt werden. Und in vielen unserer Nachbarländer rebelliert bereits die Jugend. Bei uns ist das nicht so und das soll auch so bleiben, indem wir über die Dinge Konsens zu erzielen versuchen. Bislang haben wir eine niedrige Arbeitslosigkeit Jugendlicher, historisch und im Vergleich sehr niedrig. Und darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Aber auch hier sage ich Ihnen Dank, dass Sie immer in Tarifverhandlungen thematisiert haben, in Betriebsvereinbarungen, in den Betrieben, dass mehr junge Leute als Auszubildende eingestellt werden, dass Sie das Thema Übernahme immer thematisiert haben. Das kann man nicht schematisch beantworten. Aber dass Sie diese Themen thematisieren, dafür kann Ihnen das Land nur dankbar sein. Denn wenn wir uns ganz ehrlich fragen, was wünschen wir uns denn, dass unsere Kinder wieder einen Ausbildungsplatz finden, einen Arbeitsplatz haben, sich und ihre Familien ernähren können und ein Höchstmaß an Sicherheit haben. Das wünscht sich doch jeder, der so über 50 ist. Und die Jüngeren werden sich das demnächst wünschen, wenn sie das Alter erreichen. Aber das ist doch sozusagen im Generationenverhältnis der Wunsch, dass es einen guten Pfad gibt, den wir eröffnen für die nächste Generation. Und als Bundespräsident muss man halt gelegentlich auf Dinge hinweisen, die vielleicht nicht ganz so in das Raster bestimmter bisheriger Überlegungen hineinpassen. Ich höre jetzt vermehrt, weil ich auch mehr Gelegenheit dazu habe, dass in Dienstleistungsberufen, Sie vertreten ja auch die IT-Branche, oder in der Wissenschaft, sich immer mehr von Praktikum zu Praktikum, von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln. Und dass dies jetzt so als der Mobilisierung, der Flexibilisierung geschuldet eingeführt wurde, dass gar nicht schnell genug gemerkt wird, dass wir jetzt immer mehr an ausländische Betriebe, ausländische Hochschulen verlieren, weil sie dort eben in angeblich so flexiblen Ländern wie Amerika die Sicherheiten an den Universitäten bekommen, die sie hier schon lange nicht mehr kennen. Und da geht eben Verlust an Wissen, an Innovationen und Ideen einher und der muss verhindert werden. Also müssen wir uns des Themas der sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse junger Leute mehr widmen. Das hat uns zum Teil Erfolge gebracht. Das ist ja immer das Komplizierte. Die Dinge sind ja immer schwieriger, als man sich's erhofft. Leiharbeit, befristete Beschäftigung erleichtern vielfach den Einstieg in den Arbeitsmarkt, aber staatliche Förderung und Regelungen müssen stets überprüft werden. Es darf eben keinen Missbrauch geben. Solche Instrumente sollen Brücke sein, nicht aber in Sackgassen führen. Und mir machen am meisten Sorgen gerade die, die schon in einer Sackgasse sind, die keinen Bildungsabschluss haben und damit kaum Aussicht auf einen Arbeitsplatz. Wenn unsere Gesellschaft diese Menschen in Statistiken versteckt und vergisst, dann reißt der Zusammenhalt an dieser Stelle. Ich sehe die Unternehmen gefordert, vorzubeugen und auch schulisch schwachen Jugendlichen und auch älteren Langzeitarbeitslosen Hilfen und eine Chance zu geben, noch gute Fachkräfte zu werden. Es ist wichtig und richtig, dass die IG Metall eigene Programme macht und auch dafür sage ich ausdrücklich Dank. Der Erfolg
Der Erfolg eigentlich in allen Bereichen einer Wirtschaftsnation hängt letztlich von den Menschen ab. Wodurch unterscheiden sich Standorte, Länder, Gesellschaften, Kulturen? Sie unterscheiden sich letztlich durch Menschen, wie sie zuversichtlich sind, wie motiviert sie sind, wie gekonnt sie auftreten. Erfolg gedeiht langfristig, wenn jeder seinen Beitrag für die eigene Existenzsicherung wie auch für das Gemeinwohl leistet. Nachhaltigkeit und Solidität, das sollten unsere Ziele sein im Umgang mit sozialen, natürlichen und finanziellen Ressourcen. Das gilt für Deutschland, das gilt für Europa und in diesen Tagen denken wir natürlich vor allem an Europa. Auch in dieser Woche werden Sie viele Redner dazu erleben. Ich möchte zum Schluss an dieser Stelle nur sagen, Sie, gerade diejenigen in der Industrie, die Arbeitgeber, die Unternehmer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sie erwirtschaften das Geld, mit dem nun notleidende Staaten und Banken umfangreich gestützt werden, um den Euro und die Europäische Union zu stabilisieren. Es ist höchst anzuerkennen, dass die IG Metall dieses immer wieder als in unserem ureigenen Interesse beschreibt. Gerade die IG Metall weist darauf hin, dass der Euro als gemeinsame Währung eine Erfolgsgeschichte ist, dass ein gesunder europäischer Binnenmarkt und Zuversicht in der Weltwirtschaft die Grundlage sind für unsere eigene heimische Industrie, für sichere Arbeitsplätze und für Wohlstand. In vielen Ländern wurde über höhere Schulden und billiges Geld Wohlstand erkauft und Probleme in die Zukunft verschoben. Ohne Abkehr von dieser Schuldenpolitik der Vergangenheit werden wir nicht aus der Krise herauskommen. Das haben, glaube ich, inzwischen fast alle Beteiligten verstanden. Das wird aber ein schwieriger Weg für einzelne Länder. Da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Er wird durch ein Tal führen und dann erst allmählich auf soliderem Pfad wieder aufwärts führen. Maß und Vernunft müssen unsere Prämisse bleiben, weil sonst gigantische Gefahren für unsere Weltwirtschaft, für die Konjunktur und auch für Deutschland Wirklichkeit würden. Diese Gefahren rühren, ich glaube, eben wollte schon ein Zwischenruf darauf hinweisen, auf den ungelösten Problemen des Finanzsektors und der Banken. Der Bankensektor muss saniert und neu geordnet werden, durchgreifend und zügig. Den Akteuren an den globalen Finanzmärkten muss ein Ordnungsrahmen gesetzt werden. Den Akteuren an den globalen Finanzmärkten muss ein Ordnungsrahmen gesetzt werden, umfassend und wirkungsvoll. Ja, die Liberalisierung und Deregulierung in den letzten zwei Jahrzehnten ging zu weit und wurde missbraucht. Wenn in der vorletzten Woche, in der Wirtschaftswoche, die IG Metall umfassend gelobt wurde, in einem Wirtschaftsmagazin, und das Interview eines führenden deutschen Managers überschrieben war mit der Überschrift als Zitat, wir brauchen mehr Regulierung, dann ist das ein Paradigmenwechsel in unserem Land und der sollte allen, die das immer noch nicht glauben, wirklich zu denken geben, dass wir diesen Paradigmenwechsel brauchen. Wir sind sicher nicht in allen Fragen einer Meinung, aber ich möchte die deutschen Gewerkschaften und IG Metall ermuntern, dass wir unser Fundament, die soziale Marktwirtschaft und die Demokratie, nicht nervösen Finanzmärkten opfern, wo einzelne Spieler das Gemeinwohl schlicht seit Jahren ignorieren und als ein völlig unbedeutendes Minimum ansehen. Das darf nicht akzeptiert werden. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie Europa als ein großes Zukunftsprojekt behandeln, hin zu einem chancenreichen, hoffnungsvollen Kontinent, in dem wir uns auf unsere Stärken besinnen, zum Beispiel in den sozialen Frieden, in dem wir uns vor Augen führen, welche bahnbrechenden Innovationen seit der Industrialisierung aus Deutschland und aus Europa gekommen sind und in dem wir unsere Chance für eine solide, langfristig nachhaltige Industriegesellschaft nutzen. Ihre Stimme und Ihr Einsatz als größte deutsche Industriegewerkschaft ist dabei unverzichtbar
für unser Land und eine gute Zukunft in Deutschland. Dafür herzlichen Dank. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich darf mich im Namen der Delegierten unseres Gewerkschaftstages und im Namen des Vorstandes der IG Metall sehr herzlich bei Ihnen für diese Rede, die es sich lohnt, Kolleginnen und Kollegen nachzulesen, und für Ihr Kommen danken. Und ich will jetzt gar nicht die vielen positiven Dinge, die Sie gesagt haben, hervorheben. Es ist mir aber ein ganz persönliches Bedürfnis, eines zu sagen. In der Metall- und Elektroindustrie, Herr Bundespräsident, herrschen extrem produktive Verhältnisse. Und das muss so bleiben. Das ist meine tiefe und unsere tiefe Überzeugung. Wenn wir diese Produktivitätsentwicklung nicht haben, ist der Wohlstand der Republik, können wir dann Ade sagen. Aber, und da muss ich Ihnen einfach widersprechen, weil Sie jetzt so viel Beifall gekriegt haben, bin ich mir sicher, ich kriege auch Beifall, aber ich sage das nicht deswegen. Es muss faire Chancen für diejenigen geben, die 40 Jahre zum Beispiel in kurzzyklischen Takten zwischen 50 und 70 Sekunden arbeiten. Und sie müssen faire Ausstiegsmöglichkeiten haben, ohne dass die Arbeit sie schon längstens krank gemacht hat. Und darauf muss man eine Antwort finden. Und Politik kann nicht den pauschalen Verweis auf die demografische Entwicklung davon freigesprochen werden, keine Lösung zu finden und sagen, die Reichseinheitsrente mit 67 ist das Nonplusultra. Es muss faire Chancen für die Leute geben. Ich glaube, das wäre auch ein Stück, und das muss man sehen, das gehört zu fairen Lebenschancen und gerechten Lebenschancen für die Menschen, die im Sinne der Produktivität sozusagen engagiert jeden Tag arbeiten. Ich darf, liebe Kolleginnen und Kollegen, nochmal vielen Dank, Herr Bundespräsident, ganz herzlichen Dank für diese Rede, für den Inhalt, und Sie nehmen mir meine kritische, ich habe ja nur eine gemacht, diese eine kritische Anmerkung, bitteschön, nicht böse. Unser nächster Gast, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Kretschmann, ganz herzlich in der Mitte der IG Metall begrüßen. Als Herkunftsschwabe, was ich ja bin, ich weiß gar nicht, ob man das dann los wird, Herr Kretschmann, das weiß ich gar nicht, jemals, will ich jetzt mal sagen und bitte die Nicht-Baden-Württemberger wegzuhören. Also auch Sie, Herr Bundespräsident. Baden-Württemberg ist bekanntlich das industrielle Musterland unter allen deutschen Bundesländern. Ja, da braucht er gar nicht lachen. Und deshalb wird der Strukturwandel, den ich versucht habe, vorher anzusprechen, hier stärkere Auswirkungen haben wie in anderen Bundesländern, die weniger industrialisiert sind. Ob Energiewende oder Elektromobilität, dieses Bundesland
unser ganzes Land natürlich, aber dieses Bundesland mit seinem hohen Industrialisierungsgrad steht vor immensen Herausforderungen. Es geht um die Schaffung nachhaltiger Industrieproduktion, die Ressourcen und Umwelt schont, und das ist gefragt. Und nur so werden wir Arbeitsplätze schaffen und sichern können. Das ist außerordentlich wichtig. Und der Weg dorthin wird ganz gewiss nicht einfach werden. Aber ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, wir müssen uns dem stellen. Und ich will nur abschließend sagen und Sie dann um Ihr Wort bitten, sehr geehrter Ministerpräsident, für die Gestaltung dieser ganz gewiss nicht einfachen Prozesse, da können Sie sich auf die IG Metall verlassen, 100%. Wir wollen nämlich immer 100% haben. Bitte, Herr Präsident. Herr Bundespräsident Wulff, Herr Vorsitzender Huber, Herr Vorsitzender Sommer, meine Damen und Herren, eine starke Organisation präsentiert sich heute und in den nächsten Tagen in Karlsruhe in, wie Ihr Vorsitzender Huber schon gesagt hat, einem starken Land. Ja, die Branchen, die Sie vertreten, Metallanlagen, Fahrzeugbau, sind ja immer noch das Rückgrat der baden-württembergischen Wirtschaft und damit auch die Grundlage für seine Prosperität. Pragmatisch und erfolgreich, so könnte man den Kurs der IG Metall und ihres Vorsitzenden Berthold Huber gut beschreiben. Die Gewerkschaftsbewegung ist im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden als Antwort auf die Industrialisierung, die untragbaren Zustände für viele, die nichts hatten als ihre Arbeitskraft, für Arbeiterinnen und Arbeiter, die ohne Schutz und Rechte waren. Und seither haben die Gewerkschaften viel erreicht und darauf können sie zu Recht stolz sein, aber Rechte müssen immer wieder verteidigt werden und man muss Antworten auf neue Herausforderungen finden. Nicht und schien jetzt in den Zeiten, in den letzten Jahren nicht eine ganz neue Ära anzustehen mit entfesselten Märkten. Wozu noch Gewerkschaften, fragten sich manche, wo doch der Gegensatz von Kapital und Arbeiten in den modernen Gesellschaften ohnehin aufgelöst schien. Inzwischen ist Gott sei Dank Ernüchterung eingetreten. Nicht zuletzt angesichts der Finanzkrise, und sie dauert ja noch an. Und wir wissen heute, wie froh wir sind und sein müssen, dass es starke Gewerkschaften gibt, gerade auch zur Bewältigung solcher Krisen. Und während die Finanzakrobaten an der Wall Street und andernorts sich in ihren spekulativen Blasen verirrt haben, haben verantwortungsvolle Unternehmen mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten vor Ort versucht, das Schlimmste in der Realwirtschaft zu verhindern. Und es ist doch immer ein schönes Ergebnis, dass es dieses wunderbare Wort Realwirtschaft gibt, das es ja vorher gar nicht gab. Und das sortiert, glaube ich, etwas die Verhältnisse und wie man sich da zu ihnen stellen muss. Und das ist Ihnen. Ich glaube, das ist Ihnen mit Unterstützung der Politik und vernünftiger Regelungen wie der Kurzarbeit auch Gott sei Dank gut gelungen. Und so ist die Metall- und Elektrobranche weitgehend unbeschadet durch diese doch sehr gefährliche Rezession gekommen. Beschäftigung wurde gesichert, weitgehend gesichert, im Gegensatz zur Krise davor.
Und ich finde, dass sich so die soziale Partnerschaft in unserem Land bewährt hat. Und ich möchte wirklich allen von Ihnen, ob Betriebsrätinnen oder Betriebsräte, Vertrauensleute oder einfache Gewerkschaftsmitglieder danken und Ihnen dafür Respekt und Anerkennung aussprechen. Und ich freue mich, dass die IG Metall daraus gestärkt hervorgegangen ist. Und wir bauen alle darauf, dass auch jetzt in der jetzigen Krise Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften so zusammenarbeiten, dass wir auch diese Krise solidarisch bewältigt bekommen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, diese grün-rote Landesregierung macht ernst mit der ökologischen Modernisierung unserer Wirtschaft. Mancher fragt sich natürlich, ob das in solch einem industriell geprägten Land wie Baden-Württemberg gut gehen kann. Und einige Bemerkungen, die ich zum Auto gemacht habe, haben ja auch einige Resonanz in der ganzen Republik hervorgerufen. Und ich sage, genau hier kann es gut gehen. Und ich bin überzeugt, wird es gut gehen. Hier mit den gut aufgestellten Betrieben in dieser Branche, mit dem hervorragenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, mit dem gewachsenen Know-how der Belegschaften, mit den Betriebsräten, die das können. Und bei meinem Besuch bei Porsche konnte ich mich wirklich überzeugen, wie hervorragend dort mitgearbeitet, mitgedacht und mitentschieden wird. Und ich glaube, das ist die Grundlage der Prosperität dieser Kernbranchen. Und was ich dort erlebt habe an wirklich strotzendem Selbstbewusstsein, ich nenne nur den Namen Hück, ja, an Motivation und Kreativität, das lässt einem doch gerne aus solch einem Betrieb rausgehen und man weiß, damit geht man in eine erfolgreiche Zukunft. Denn um was es geht, das ist, dass unsere Firmen auch im Export die Chancen eines weltweit enormen Bedarfs nach energiesparenden und ressourcenschonenden Produktlinien nutzen. Und mit dem Atomausstieg und der Energiewende, es ist ja schon angesprochen, haben wir eine große Herausforderung auf uns genommen. Und so wichtig das war, aus einer gefährlichen Technologie auszusteigen, aber auch mittelfristig aus den fossilen Energien um des Klimaschutzes willen, so wichtig ist es jetzt zu zeigen, dass wir damit nicht nur ökologisch das Notwendige tun, sondern dass es auch ökonomisch ein Erfolgsmodell wird. Und davon bin ich persönlich überzeugt. Und wo, wenn ich in solch einem starken Industrieland, können wir das zeigen, dass wir mit Energie- und Ressourceneffizienz, mit grünen Produktlinien nicht nur das Klima schützen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten und damit die guten Jobs für unsere jungen Leute in der Zukunft sichern. Das ist die Herausforderung, die wir annehmen müssen gemeinsam. Und ich bin sicher, dass wir das hinbekommen werden. Und so wie es Leitlinie dieser Landesregierung ist, dass wir unser Wirtschafts- und Lebensmodell vereinbar machen mit den Lebensgrundlagen unseres Planetens. Genauso sieht es diese Landesregierung als seine Aufgabe an, auch für gute Arbeit in diesem Land einzustehen und dafür zu arbeiten. Wo, wenn nicht, hier können wir zeigen, dass wir mit einer ökologischen Modernisierung der Wirtschaft erfolgreich bleiben? Und wo, wenn nicht hier, können wir zeigen, dass wir auch mit guter Arbeit erfolgreich bleiben und dass wir überhaupt nicht darauf angewiesen sind, prekäre Arbeitsverhältnisse zu dulden, Lohndumping hinzunehmen und ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit? Applaus
wo, wenn nicht in einem solch starken Industrieland, können wir zeigen, dass wir Wohlstand, Prosperität und Arbeitsplätze auch sichern können, ohne dass wir in solche, ich sag mal, Exzesse hineingehen. Aufgabe der Politik ist es deswegen, für die richtigen Rahmenbedingungen zu sorgen. Dazu gehört natürlich, mit Bildung und Wissenschaft und Forschung die Grundlagen für die Prosperität der Zukunft zu sichern. Und deswegen weiß ich als Ministerpräsident, das Wichtigste, was wir tun können für die Arbeitsplätze der Zukunft und für Wohlstand, ist Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Und die Herausforderung, dass wir den Bildungsaufstieg von der Herkunft entkoppeln, gehört zu den größten Herausforderungen. Wir werden sie annehmen, und es darf nicht weiterhin so sein, dass der Bildungsaufstieg davon abhängt, aus welchem Elternhaus wir kommen. Und wir wissen in all dem, starke Gewerkschaften an unserer Seite und arbeiten gern mit Ihnen zusammen. Und wenn Sie mir einen kleinen Vorgriff auf den nachfolgenden Programmpunkt erlauben, Ihre deutschlandweite Initiative Respekt finde ich sehr wichtig. Die IG Metall wendet sich damit gegen Rassismus und andere Formen der Ausgrenzung. Sie tritt für ein Klima des Respekts, der Solidarität und vorurteilsfreien Wertschätzung in den Betrieben ein. Und ich möchte einfach betonen, wenn wir hier etwa in der Region Stuttgart mit einem hohen Migrantenanteil bei der Integration vielleicht ein gutes Stück weiter sind als andere, dann weiß ich genau, wem wir das zu verdanken haben, ihren Belegschaften in den Betrieben, in denen damals die Gastarbeiter hingekommen sind. Sie haben es geschafft, eine Grundlage für die Integration zu schaffen, auf der wir aufbauen können. Herzlichen Dank dafür und für diese Initiative. Jede Arbeit ist wichtig, auch die kleinste. Es soll sich keiner einbilden, seine Arbeit sei über die eines Mitarbeiters erhaben. Jeder soll mitwirken zum Wohle des Ganzen. Diese Sätze stammen von Robert Bosch, an dessen 150. Geburtstag in diesen Wochen hier erinnert wird. Jede Arbeit ist wichtig, und das heißt, jede Arbeit hat ordentliche Bezahlung und darüber hinaus Wertschätzung und Anerkennung verdient. Und dafür wollen wir uns gemeinsam einsetzen. Deswegen schätzt die Landesregierung die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und insbesondere die IG Metall als wichtigen Partner. Wir teilen grundsätzlich Ihre Anliegen wie tariflichen Anspruch für alle Beschäftigten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die Zurückdrängung prekärer Arbeitsverhältnisse so weit als irgend möglich. Und deswegen wird die Landesregierung noch in diesem Jahr ein Tariftreuegesetz verabschieden, das damit wir dazu einen Beitrag leisten gegen Lohndumping. Lassen Sie uns gemeinsam weiter für diese Ziele eintreten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Gewerkschaftstag in Karlsruhe. Alles Gute.